Hallo Freunde, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Choke. Heute aus dem mittlerweile sehr renommierten GMC Gym bzw. Headquarter. Hier mit dem Macher der sehr berühmten, mittlerweile auf Pay-Per-View laufenden Fight Gala. Dennis, für die Leute, die ihn nicht kennen, stell dich kurz mal bitte vor. Ja, also ich bin Dennis Hatschiaporakmarungu. Ich bin ja so einer der GMC-Macher, will ich mich mal bezeichnen. Mein Partner ist ein Altintasch, der rennt hier durch die Gegend, der trainiert noch ein bisschen, also machen wir das heute hier einzeln. Ja. Wie lange seid ihr jetzt schon in dieser Kombination am Arbeiten? Also, das war mein Schüler, der war 12 Jahre alt, als er zu mir kam. Und wir sind, als er dann volljährig war, habe ich ihn immer mitgenommen auf Turniere. Wir haben selber gekämpft, so aus dem Kickboxen kommen wir, aus dem Semi-Leichtkontakt. Und sind dann übers Luta Livre dann auch zum MMA gekommen und haben uns eigentlich durch ganz Europa bewegt, haben uns Events angeguckt. Das waren so die Jahre 2007, 2008 und dann 2009 haben wir endlich mal den Schluss gefasst, mal was Vernünftiges zu machen. Es gab die Respect-Reihe da, es gab Respect 1 war da gelaufen, das hatten wir uns auch angeguckt, hatte uns sehr gut gefallen, aber wir hatten andere Ideen. Also wir hatten schon sehr professionelle Ideen, will ich sie mal nennen, aber hatten noch nicht so die Umsetzungskraft, weil die MMA-Szene noch sehr klein war. Es gab, glaube ich, in den Jahren, wir hatten es mal recherchiert, circa 200 aktive MMA-Kämpfer in Deutschland und damit konnte man nicht so viel anfangen. Es gab dann diesen riesen Spagat, ne? Da waren so Leute wie Aziz Karaoglu dabei, Mario Stapel und so, das waren so die allerersten, die jetzt mal, ja, so Sebastian Baron und Karl Stahl und so weiter, das sind ja so die zweite Generation. Ja, und da hatten wir noch nicht die Möglichkeiten und heute zum Glück ist MMA so verbreitet, dass, glaube ich, jedes Kampfsport-Gym mittlerweile eine MMA-Gruppe hat. Und es sprießen überall gute Kämpfer und deswegen ist man auch da, wo man heute ist, weil man eben aus dem Vollen auch schöpfen kann. So, wir haben es ja kurz schon angesprochen, mittlerweile auch Pay-Per-View bei Run Fighting. Also man sieht, der Trend geht schon in die Richtung, dass es salonfähiger wird. Ne? Also wie würdest du sagen, war jetzt der Makeover in den letzten, ich meine, wir sind jetzt 10 Jahre danach, nach deinem Anfang, würdest du sagen, so etappenweise, wie expandiert ist das Ganze? Also jetzt die letzten 5 Jahre war ja nochmal ein bisschen, man sah auch nicht mehr von der UFC. Also mittlerweile, tut mir leid, wenn ich jetzt mal so salopp sagen muss, ja, UFC zu schauen war so schwer wie früher als 5-Jähriger eine Sexzeitschrift zu bekommen. Ja, Gott, das ist so, dummer Vergleich, aber wie ist es denn jetzt? Wie empfindest du, wie siehst du den Trend? Ja, also der Trend, es ist ja schon mal schön, dass niemand mehr über den Verbot spricht. Ja, also ich weiß noch vor 5, 6 Jahren, wenn man irgendwo bei den Behörden angeklopft hat, eine Halle haben wollte, dann haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben uns verboten und ganz viele Ausdrücke verwendet für MMA eben. Die kennen wir auch alle eben, aber die muss man auch nicht mehr wiederholen. Das Zeitalter ist schon längst überwunden. Mittlerweile, ne, ProSieben Max überträgt ja die UFC und wir haben natürlich einen Vertreter, zum Beispiel Peter Sobotta, und man braucht eben mehr Peters in der UFC, damit die UFC eben dann auch im deutschen Fernsehen gezeigt werden kann. Über den Peter sind wir jetzt natürlich in der glücklichen Lage gewesen, haben ProSieben Max natürlich dann live auch schauen können. Und ich glaube mal, da jetzt hat das Zeitalter begonnen. Wir hoffen, dass wir spätestens nach unserem übernächsten Event dann auch ProSieben Max zu sehen sind. Das ist so unser Ziel. Das ist das Ziel jedes Veranstalters natürlich. Aber wir sind, wie gesagt, wir haben die Tür schon aufgeschlagen. Also wir sind kurz davor, will ich es einfach mal bezeichnen. Jetzt kommt die UFC auch nach Hamburg. Das ist auch immer ganz gut. Das Interesse ist da, es wird immer mehr, Fußball ist immer noch die Nummer eins, aber es wird wie in den Staaten auch laufen, ganz sicher wird es wie in den Staaten auch laufen, dass MMA das Boxen und alles andere auch überholt, sodass wir irgendwann, hoffe ich mal, so wie bei KSW, KSW oder so, dann eben alle 2 Wochen, 3 Wochen das Fernsehen mitverfolgen können. Sehr gut. Man hat jetzt auch gesehen auf den letzten Fightcards von dir, tauchen auch immer mehr, sag jetzt ausländische, aus dem EU-Ausland Sportler auf, wie die Lapulus-Brüder, ja. Was natürlich auch echt eine sehr gute Qualität mit sich bringt.
Ist das so eine Marschrichtung von dir, dass du das Ganze ein bisschen europäischer gestalten willst, oder soll dieses GMC so eine deutsche Hochburg sein? Nein, also unser Partner Runfighting hat natürlich Verträge mit französischem Fernsehen, mit den Skandinaviern, natürlich auch mit den Polen. Und also KSW sind schon seit Jahren enge Verbündete von uns. Wir haben in Deutschland das Level leider noch nicht gehabt. Ne, KSW meets GMC, das ist immer noch so unser Traum. Das können wir irgendwann auch mal machen, wenn wir das Level von KSW haben. Jetzt haben wir natürlich durch den Sturz von Mamet Kalidov und Michał Materla so die ganzen Asse natürlich fallen sehen von KSW. Die deutschen Jungs, die kommen, ja, die sind im Vormarsch. David Zawada hat natürlich da seine Duftmarke gesetzt und der Weltergewicht-Champion ist natürlich UFD, vergessen wir seinen Namen. Roberto Soldic. Ja, Martin Zawada, unser Halbschwergewicht-Champion, hat jetzt auch wieder einen Sieg errungen. Aziz Karaoglu natürlich nicht vergessen, seine spektakulären Fights. Absolut, absolut. Deswegen ist man ja auch kurz davor, aber ich glaube, wir sind da schon auf dem Level von KSW angekommen. In Polen gibt es sehr viele Events, deswegen haben die Kämpfer sich da auch ein bisschen gesplittet. Es sind sehr viele bei PLMMA, bei FAN und so weiter unter Vertrag und eben bei KSW und natürlich UFC, sodass die Polen natürlich in der gleichen Situation wie wir sind. Ja, unsere erste Garde, Romali Eskiew oder so nannte es gerade Jamil Chan. Klar, Jamil war kurz bei Bellator. Wir sind froh natürlich, ihn wieder zu haben. Na, auf der anderen Seite ist es für seine Karriere natürlich nicht so glücklich gelaufen, da mit einer Niederlage natürlich wieder zurückzukommen und anzufangen. Aber das hat Jonas Wildstein auch gehabt und hat dann auch seine Ehrenrunde gedreht. Wir sind immer froh über jeden, der wieder zurückkommt, den wir in Deutschland präsentieren können. Ja, unsere Hoffnung ruht ja auch, wenn irgendwann ein Dennis Siver, ein Peter Sobotta, ein Yesin Ayari, ein Giagis Danio, wie sie alle heißen, wenn sie zurückkommen, wir GMC natürlich mit offenen Armen empfangen und dann haben wir wieder gute Mix und Kampfmöglichkeiten. Sehr, sehr gut. Eine andere Sache, weil wir sind ja heute nicht aus Zufall hier, sondern wir haben heute einen Female Fighter von dir besucht. Das ist die Mandy Böhm, die du ja schon sehr, sehr lange betreust. Wie viele Jahre sind das jetzt? Es sind acht Jahre. So, erzähl uns mal, wie das zustande kam. Würde uns das mal interessieren. Ja, wie ihr wisst, habe ich eine Kampfsportschule und da Gelsenkirchen ist ein heißes Pflaster. Absolut. Da reicht sich die Nachtwelt, die klingelt ein. Das hat mit Wendy zu tun. Wendy natürlich nichts zu tun, aber natürlich nicht. Wendy ist von Natur aus eine Kämpferin, ein toughes Mädchen. So. Das sieht man auch an ihren Kämpfen, in ihrer Art, wie sie Leute herausfordert, wie sie sich gibt, wie sie im Grunde den Sport lebt. Sie ist durch und durch eine Kämpferin und vom ersten Tag an, als sie den Sandsack bearbeitet hat, war mir klar, dass aus ihr was werden kann. Und wir haben sie auch ein halbes Jahr habe ich sie auch in Ruhe gelassen. Dann hat sie ein paar Kickboxkämpfe gemacht. Die waren nicht so erfolgreich, weil sie sehr faul ist. Und dann habe ich mich um sie dann gekümmert und wir haben dann zusammen eben eine schöne Siegeserie gestartet. Ob es jetzt im Grappling war oder im K1 oder im MMA oder anderen Sportarten, das ist so, Mandy ist einfach durch und durch eine Sportlerin und auch erfolgsverwöhnt natürlich und deswegen arbeitet sie auch sehr hart an sich. Ihrer letzten zwei Kämpfe hat sie dann begriffen, dass Profi-Sein eben mehr ist als nur im Gym zu trainieren, dass da die Ernährung dazu gehört. Das Leben als Profi eben ist anstrengend, kraftzerrend und auch arbeitsintensiv. Ne? Ist arbeitsintensiv, genau. Und der Trend so zum Frauensport, also wie gesagt, Frauen-MMA, ist es nicht schwer, so beim Matchmaking den passenden Gegner zu finden? Oder natürlich. Leider ist es eben in Deutschland so, dass die Frauen da noch in der Minderheit sind. Also gerade im MMA-Sport, ja, man sieht beim Grappling immer mehr Frauen, beim Kickboxen, Thai-Boxen, da kommen mehr Frauen. Aber zum MMA trauen sich noch nicht so viele Frauen. Wir haben eine Handvoll sehr gute Frauen. Wir haben dann noch so die zweite Reihe, die braucht noch ein paar Jahre, ein bisschen Zeit.
Und ja, dann war es das schon in Deutschland. Also ich denke mal, roundabout 20 Kämpferinnen hat man in Deutschland. Ich gehe jetzt mal nicht von Sheila Keff, die jetzt, glaube ich, die erfolgreichste war, die zur UFC gegangen ist und wiedergekommen ist. Aber also von den Mädels, die jetzt in Deutschland sind, sehe ich die Mandy ganz weit vorne. Und das ist so, teilt sich im Moment da den ersten Platz für mich mit Katharina Lehner. Sind beide Freunde, sonst hätte es das Match schon gegeben bei GMC. Also kategorisch ausgeschlossen dieses Match? Nein, nichts ist ausgeschlossen. Ja, wir sind Sportler. Das wäre was, auf das wir bestimmt richtig Bock hätten da draußen, bin mir ganz sicher. Aber erstmal muss Katharina ihren Kampf bei Invicta gewinnen. Da drücken wir ihr natürlich die Daumen, weil das ist, sie trainieren zusammen hier. Letzte Woche haben wir gemeinsam ein Sparring gemacht und haben beide auch Blessuren davon getragen, weil meine Mädels sich auch nichts geschenkt haben. Es war ein sehr schönes Matchup und wenn sie dann mehr solche Vorbereitungskämpfe jetzt in ihrem Lager hat, dann hat der Kaufmann was entgegenzubieten. Aber das ist schon sehr gute Insider-Information hier durch die Blume. So, okay, und zum Abschluss jetzt, um das Ganze mal ein bisschen zum Runterbringen zu kommen. Wir sind die ganze Zeit schon unterwegs. Lassen wir euch auch in Feierabend. Wohin geht's mit GMC? Was ist geplant nächste Zeit? Also wir sind ja 30. Juni in Ulm. Wir gehen jetzt in das süddeutsche Gefilde, trauen wir uns mal ran. Sehr schön. Da sind ja Events wie Inferno und so weiter, das ist so direkt über der Grenze und ich werde mich da als Matchmaker und als GMC-Veranstalter jetzt auf den nächsten Events auch mal sehen lassen und gucken, dass man da vielleicht auch mal zusammenarbeitet. Und weil wir hatten eine sehr starke NRW-Szene, ja, mit Kerim Engizek, mit den Asaitas, mit Kali Tahas und die Namen, die hören da gar nicht auf, Lomali Eskir, Aziz Kadarudu und so weiter. Es waren ja die Zawada-Brüder, wenn ich irgendwelche vergessen habe, so Michael Erdin schon früher, wenn man die noch nimmt, das waren alles Jungs in der Top 10. Mohamed Grabinski natürlich, Nordin Aschrin und. Das hört ja gar nicht auf, aber wenn man jetzt die süddeutsche Szene zählen möchte, dann kommt man da ins Schwanken. Ja, wir haben eine norddeutsche aufgebaut, ja, Leute wie Ömer Solmaz, Dimitar Kostov oder so, das sind natürlich sehr, sehr gute Jungs aus Norddeutschland. Aber es ist immer noch MMA-lastig, ist NRW, ganz klar. Definitiv. Ja. Und jetzt hoffen wir eben, Süddeutschland erobern zu können. Ich versuche es ja immer den Sport dann auch so zu erklären, dass je mehr gute Events es gibt, es auch immer mehr gute Sportler geben wird. Respekt war hier zu Hause. Ja, wir sind hier in NRW groß geworden, haben ja über 12 Veranstaltungen hier in NRW gegeben. Respekt hatte 10-12 Stück. Hochkarätige Veranstaltungen waren das. Mit auch hochgespickten Sportlern, ja, Jonas Bildsteine oder Ruben Kofferts und so weiter. Wenn man sich die alten Fightcards anguckt, dann sieht man eigentlich, dass in NRW ja, durch die Veranstalter natürlich auch so ein Hype entstanden ist. Wir haben alten Thai-Boxer, so Leo Sulice und so weiter, so Wahid Aslans, das waren ja alles gute Thai-Boxer, die sich dann da gewagt haben, weil es auch gute Veranstaltungen gab, die natürlich ja, ich will jetzt nicht sagen, gutes Geld bezahlt haben, aber wo sie ihren Hype aufleben konnten, wo sie Videos gestellt bekommen haben, wo sie ihren Bekanntheitsgrad natürlich da erhöht haben. Und es war das erste Mal der Cage natürlich in NRW und das hat natürlich alles was damit zu tun, dass gerade in dieser Region natürlich auch viel mehr der Hype wächst. Während in Süddeutschland, also es gibt da auch gute Veranstaltungen, ich möchte jetzt nicht den Veranstaltern oder auf die Füße treten, aber es ist einfach, der Hype ist da noch nicht, habe ich den Eindruck rübergeschwappt, weil jetzt haben wir natürlich da in Süden, ja, jetzt haben wir diesen Mohamed Travelsis und so weiter, die haben wir natürlich jetzt gesehen hier im NRW und wir freuen uns auch riesig drauf, solche Sportler natürlich auch in Ulm wieder präsentieren zu können und werden auch mit einer starken Fighter da auftauchen und ich hoffe auch, dass wir da 2000 Leute in die Halle bekommen werden, weil die Halle ist einfach sensationell gut. So eine Halle in NRW kenne ich nicht. Es ist eine Basketballhalle, die ist wie ein Hexenkessel rundherum mit Zuschauersitzen, gepolsterten Sitzen bestückt und unser Cage, der passt da optimal rein. Die haben eine LED-Leinwand außen von 10x10 Meter, da läuft von morgens bis abends heute GMC. Und ich hoffe dann eben auch das Interesse der Ulmer eben und der Umgebung eben zu wecken. Wir waren letzte Woche, vor zwei Wochen eben in Süddeutschland im Stallion Cage und so und bei Munich MMA und haben uns da etliche Gyms auch angeguckt und es sind tolle Sportler da. Das ist so, wir haben eine tolle Fightcard und nach haben wir die Kämpfe ja jetzt veröffentlicht und ich glaube schon, dass wir da auch in ein, zwei Jahren den gleichen Stellenwert auch haben wie in NRW. Bin ich mir sicher, dass das klappt. Also Datum ist wann? 30. Juli
Und der 1. September sind wir in der Lanxess Arena in Köln. Und dann denke ich, werden wir Ende des Jahres, da überlegen wir noch, weil die UFC kommt ja im Juli auch nach Deutschland und da muss man einfach mal ein bisschen gucken, wo wir uns dann platzieren werden. Aber Ziel ist einfach, überregional jetzt auch zu veranstalten. Perfekt. Wir wünschen dir viel Erfolg und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und uns hier so herzlich empfangen hast. Also sehr empfehlenswert hier. Ja, schön, dass ihr da wart. Jungs, ihr macht einen guten Job und ich hoffe auch in ein paar Jahren, dass ihr genau da landet, wo ihr hin wollt. Danke dir. Hauptsache nicht im Knast. Ja, schön. Sehr gut.